So, hallihallo ihr Lieben und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal Spaß am Sparen. Ich muss mal kurz die Lampe hier ein bisschen, sonst hängt die wieder mit einem Bild. Genau, hier auf meinem Kanal Spaß am Sparen. Und zwar werden wir mal wieder eine kleine Runde durch unsere Sparspielbänder drehen. Durch 1, 2, 3, 4 haben wir uns ja schon durchgewurschtelt. Und heute werden diese beiden hier dran sein. Einmal mein Magic / Witchy Binder, mit dem ich neutral spare, also keine individuelle Rubrik bespare. Und einmal dieser hier. Und damit werden wir Geld sparen für die Rubrik Urlaub und Ausflüge, für die Rubrik Gesundheit und Wellness. Genau, so sieht das Ganze aus. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mit dem hier an. So, der kommt erstmal auf die Seite und dann geht das los hier mit dem Binder, Rubrik Urlaub und Ausflüge. Und wir beginnen mit einer neuen Runde, Kampf um den Kontinent. Da würfeln wir mal, ich sehe da, ich will immer noch würfeln. Ich habe doch jetzt hier meinen tollen Würfelfuchs, weil da muss ich nicht mal alles beiseite schieben. Den hat mir Schatzi gedruckt, eine 3. So, 1, 2, 3. Dann kommen wir auf dieses Feld mit dem Totenkopf. Totenkopf, was bedeutet das? König, kommst du auf ein Totenkopffeld, begibst du dich auf das Schlachtfeld. Yay! Das geht doch gut los. Das wollen wir doch. So. Und dann brauchen wir den Viererwürfel, den ich erstmal suchen muss. Katsching! Eine Bestellung, vielen lieben Dank. Eingriff untersuchen geht los. Der Viererwürfel. Der Viererwürfel. Da ist er. Das sieht doch gut aus. So, dann schauen wir doch mal. Und zwar eine 2. Die Paladine gewinnen. Und dann beginnen wir auch bei der 1. So, dann haben wir 1 Euro. 1 Euro. Und dann denke ich, spielen wir noch eine zweite Runde. Eine 1, dann kommen wir auf eine Schatzkiste. Bei deiner neuesten Eroberung ist dir diese Truhe in die Hände gefallen. Ziehe ein goldenes Los und schau, was du erbeutet hast. Alrighty. Dann ziehen wir ein goldenes Los. So, dann wollen wir mal gucken, was wir erbeuten. 4, 5, 7, dann haben wir 11, dann haben wir 16 und aus 16 nochmal die Quersumme, dann haben wir 7. Sehr schön, 7 und 1 macht 8, das klingt gut, das nehmen wir. 5, 6, 7, 8 für den Kampf um den Kontinent und dann tragen wir das noch ein. So, 9.2. Wo wir das spielen. Ihr seht es ja dann am 10., am 11., ne? Sonntag. Plus 8 macht 22. Aber das soll jetzt irgendwie noch. Ach, da sind ja 4 Euro. Dahinter sind sie. Dann hätten wir ja. Na gut, machen wir nächstes Mal. Oder? Ach komm, lass uns die mal austauschen gleich. Dann habe ich dann nicht so viel Kringel drin. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann packen wir dann 5er rein. So. Nächste. Wintervorrat. Wintervorrat, Wintervorrat. Wo sind wir? Da sind wir. Und dann gucken wir einmal eine 2. 1, 2. Du triffst Santa Maus. Er schenkt dir 3 Wunschfrüchte oder Nüsse gratis. Alright. Dann
können wir hier einmal malen, um da ein bisschen voranzukommen. Weil mittlerweile ist ja offiziell der Winterschlaf schon bald wieder vorbei. Naja, noch nicht ganz, aber fast, ne? Ja, wir kommen hier irgendwie noch nicht so ganz voran. Wir schauen mal. So, brauchen wir ein paar farbige Stifte. Mal gucken. Was sollen wir denn nehmen? Wir nehmen mal Kastanien. Wir nehmen mal ein paar Kastanien, ne? Oder? Ja. So, wie viel schenkt er mir? Ja, das 3. Okay. Dann malen wir mal hier 3 Kastanien aus. So, und da wir die ja gratis bekommen haben, werden wir natürlich nochmal eine Runde würfeln. Eine 2. 1, 2. Dann kommen wir auf die Sonnenblumenkerne und die Menge werden wir uns erwürfeln, weil wir auf den Würfel gekommen sind. Gut, dann schauen wir mal. Eine 4. Also 4 mal Sonnenblumenkerne a 1 Euro. Macht dann 4 Euro. Und dann können wir noch 4 mal Sonnenblumenkerne abmalen. 4 mal Sonnenblumenkerne, die sind wo? Da. 1, 2, 3 und 4. Okay, 4 Euro für den Wintervorrat. Packen wir die 4 Euro da rein. Und füllen den Tracker natürlich noch aus. 9.2. Oh, das haben wir schon lange nicht mehr gespielt, mein lieber Schwamm. So, 9.2. plus 4 Euro macht 18,80 Euro. So, und da gucke ich mal auch, dass ich mir da Kleingeld rausnehmen kann für einen 5er. Um das so ein bisschen hier leichter zu gestalten. So. 2, 3, 4. So, Kamera ging wieder aus. 4 Euro sind da reingewandert. Simon's Pub. Mit Simon's Pub geht's weiter. Das haben wir noch gar nicht gespielt. Da packen wir jetzt erstmal uns einen Magnet drauf. So, wo haben wir Start? Start ist hey? Aber wir gucken mal. Würfel mit dem Plus-Minus-Würfel und spare. Plus die höhere Zahl, minus die niedrigere Zahl. Gut, das ist der Plus-Minus-Würfel. Okay, den brauchen wir dann offensichtlich. Du suchst dir was zu trinken aus. Nee, okay. Ja, ich weiß nicht, wo wir anfangen. Steht, habe ich jetzt irgendwie Knick in der Optik oder? Ja, da man ja hier eh so überall lang gehen kann, würde ich spontan sagen, fangen wir einfach mal irgendwo an. Fangen wir da oben an. Da so. Ich weiß nicht, steht es hier vielleicht? Ich gucke nochmal. Bevor ich wieder hier irgendwas Falsches erzähle. Nö. Ja gut, dann würde ich sagen, fangen wir einfach da an und dann ist gut. Und dann würfeln wir einmal. Mit dem normalen Würfel, ne? Ja. Oh, ich bin verwirrt. Und confused. Eine 4.
So, 1, 2, 3, 4. So, jetzt haben wir hier 2 und 12 und dann würfeln wir den Plus-Minus-Würfel. Ups. Plus, na toll, 12 Euro. 10, 11, 12. Gut, dann sind wir damit auch schon durch. Ich wollte ganz gerne, hätte gern hier irgendwo, aber 12 Euro reicht mir erstmal fürs Erste. So. 10 Euro und 2 Euro macht 12 Euro. So, 9.2.24 plus 12 macht 12. Oh, das kann aber ganz schön teuer werden dann, ne? Wenn du hier immer irgendwie dann auch aufs Plus komme, ne? Mit 20 Euro, 14 Euro, 15 Euro, 20 Euro. Ich glaube, da muss ich mal gucken, ob ich da dann eventuell von der höheren Summe jeweils die Quersumme nehme oder von den, sobald es zweistellig wird oder so. Weil, ich möchte ja auch noch andere Spiele bespaßen. Beziehungsweise besparen. Besparen und bespaßen, beides. So, aber ansonsten sehr cool. Simon's Pub von Leafy Budget. Dann geht es weiter von Kaffee und Quatsch Drachen Dungeon. Auch die erste Runde ist auch gerade frisch eingezogen. Und da schauen wir mal. Da muss ich mich auch erstmal kurz mit auseinandersetzen. So, bei den neuen, da muss man ja auch so Dashboard hätte ich vielleicht drin lassen können. Mal erstmal gucken. Obwohl, ich hatte letztens doch schon eigentlich mal gelesen irgendwie. Na, wir lesen nochmal kurz. Wir kommen auf der Dracheninsel Eldoria. Einst lebten die Menschen mit den Drachen im Einklang auf dieser mystischen Insel. Noch vor einigen Jahren, getrieben von Gier und Missgunst, übernahmen die Drachen die Vorherrschaft. Um die Bevölkerung zu befreien, musst du alle Drachen besiegen. Ziehe dir eine Drachenkarte und würfle zunächst für den Drachen und anschließend für dich, den Helden. Welche Würfel du in dem jeweiligen Würfelduell benötigst, findest du auf der Karte. Ah ja, okay. Die höhere Augenzahl gewinnt. Gewinnst du, so reduziere die Leben, genau so war das, die Lebenspunkte des Drachen um die Differenz. Gewinnt der Drache, so spare die Differenz und würfle erneut. Okay, also wir werden erstmal ein Kärtchen ziehen hier von diesen coolen Drachenkarten. So, wir ziehen mal ein Kärtchen. Ach, die guckt gerade so raus, die nehmen wir. Die nehmen wir, und zwar Verdantus. Verdantus ist flink und geschickt. Er würfelt immer zweimal. Okay, so der Drache ein Viererwürfel und der Held ein Sechserwürfel. Okay, dann brauchen wir jetzt erstmal den Viererwürfel wieder. Einmal den Viererwürfel und einmal den Sechserwürfel. Den ist egal. So. Okay, Verdantus ist flink und geschickt. Er würfelt immer zweimal. Heißt das, dass er zweimal würfelt oder beide zweimal würfeln? Ne, ich denke mal, er würfelt zweimal, ne? Er hat ja auch nur den Viererwürfel. Aber wir gucken mal. Wir gucken einfach mal. So, wir haben einmal 3 und einmal eine 2. Also 5. 5 für den Drachen und... Oh, 1 für mich. Oh, das tut weh. 1 für mich. Also habe ich verloren. Die Differenz ist 4. Die muss ich jetzt sparen, ne? Gewinnst du so, dass ihr nebenbei das Drachen so? Nee, warte, die höhere Aussage gewinnt. Ja, doch. Drachen so. Gewinnt der Drache, so sparen Differenz und würfel erneut. Nee, erneut würfeln tun wir jetzt nicht, ne? Weil das wäre ja dann schon die zweite Runde, oder? Ich glaube, ich zerdenke die Sachen immer zu sehr. Wir sparen jetzt die 4 Euro. Ich habe verloren, der Drache hat gewonnen. Er behält seine Leben. Und dann kommt er wieder zurück in den Stash, würde ich sagen. Bis da irgendwann besiegt ist, ne? Steht ja da auch so. Ja, so machen wir das einfach. Sehr schön, aber cool. Coole Idee. Gefällt mir. So, wo ist mein Stift? Da ist er. 9.2.24. So, 4 Euro macht 4 Euro.
So. Und 4 Euro rein. Und dann sind wir mit der Rubrik schon durch. Kommen in die Rubrik Gesundheit und Wellness. Ah, da haben wir noch den Sparjack. Noch ist da ja der Winter-Sparjack drin. 2 Reihen haben wir noch offen. Und dann können wir das auch gegen den neuen Sparjack austauschen, der ja nächste Woche erscheinen wird. Und ich bin schon so gespannt, wie er euch gefallen wird. Also, was heißt nächste Woche? Jetzt ist Sonntag. Also, wenn ihr das Video seht, ist Sonntag. Und dann erscheint er eventuell schon. Oder Montag, je nachdem, wann die Lieferung von der Druckerei kam. Ja. Wir müssen ja so ein bisschen in die Zukunft schauen. Also um den Tag, um das Datum herum, irgendwann erscheint der neue Sparjack. Unter anderem. Aber die Info findet ihr sicher hier irgendwo auf YouTube oder auf Instagram oder auf TikTok oder wie dem auch sei. Ihr findet die Info. So, wir legen los. Wollen wir Karten nehmen oder wollen wir würfeln? Wir werden mal Karten nehmen. Warte mal, ich guck mal, wo mein tolles Kartenspiel abgeblieben ist. Da ist es. Wir nehmen mal Karten. Ich sehe ja, die meisten spielen sie mit dem Wurf. Aber aufgrund von Blackjack und so nehmen wir einfach mal Karten. Mal was anderes. So. Erste Runde. Oh, die fliegt gleich, die nehmen wir. Eine 4. Eine 4. Okay. Eine 4. Schon mal ein guter Anfang. Nicht zu hoch. So. Komm zurück. Ich kann nicht mischen, ne? Aber egal, eine 5. So sind 9. Plus 8. Uiuiui. Sind schon 17, 18, 19, 20, 21. Oh. Nee, ich glaube, ich bin Hasenfuß, ich höre auf. Und dann sparen wir 4 Euro die Differenz, weil... nee. Ich mal guck mal jetzt spaßeshalber. 9 seht ihr, bums, schon wäre ich wieder 21 Euro los. Das hat man beim letzten Mal schon. Das hat mir zu sehr reingezwiebelt. Da sind wir dann lieber ein bisschen vorsichtig und sparen die 4 Euro. Und dann ist das auch schön. Ach, ich liebe es. Ah, ich liebe das auch so, euch immer, gerade auf TikTok spielen sehr viele, euch immer zuzuschauen, wie ihr den Sparjack spielt. Finde ich mega cool. So, immer noch der 9.2. Und da haben wir 4 Euro. Sind wir bei 37 Euro. Sehr schön. So, 2, 4. 4 Euro. So, und hier gucken wir mal. Ich packe mal erstmal 2 Fünfer raus. Und dafür einen 10er rein. Und dann noch 2, 3, 4, 5 Euro klein raus. Und dafür eine 5er Retour. So, der Sparjack. Dann machen wir uns auf die Reise zu den Piraten. Zu den Piraten. Wo sind wir? Da oben sind wir. Eine 3. Eine 3. 1, 2, 3. Dann kommen wir hier auf diese Flasche. Der letzte Sieg wurde gebührend mit Rum begossen. Nun ist der Hälfte deiner Mannschaft schlecht. Gehe 3 Felder zurück. Wieder 1, 2, 3. Was wir wieder davor hergekommen sind, ne? Auf dem Totenkopf. Also. Vor dir liegt eine der gesuchten. Ich denke jedes Mal gesunkenen Inseln. Ne? Ich glaube, beim letzten Mal habe ich es genauso gelesen. Vor dir liegt eine der gesuchten Inseln. Es ist die Zeit, sie zu erkunden. Finde die 3 goldenen Schädel, um den Standort des Piratenschatzes zu erfahren. Okay. So. Und dann gucken wir mal, welche... Ach hier, Mildenhall hatten wir ja letztens geöffnet, ne? Dann machen wir da auch erstmal weiter.
Möbelhaul und werden wir rubbeln. Wollen wir losziehen? Ach, wir rubbeln. 10 Euro, also heute ist ja ganz schön was los hier. Heute geht's in die Vollen. Gut, 10 Euro. Machen wir. Habe ich das da echt am letzten, das letzte Mal gespielt? Hier war ja kein allgemeiner Tracker bei, ne? Nee. Okay. Macht 21 Euro. So, dann habe ich den 10er raus. 28er rein. Tschüssi. Und dann spielen wir noch eine Runde. Spar dir die Worte. So. So, wo ist mein Säckchen mit meinen Buchstaben? So, da ist es. Und wir ziehen 6 Buchstaben. 1, 2, 3, 4, 5 und 6. So. Das geht zurück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja. Na, komm. So, dann schauen wir mal, was wir hier haben. Ja, ein Kuh, oh Gott im Himmel. So, mal gucken. Wir haben ein Kuh, ein A, ein E, ein L und 2 R's, oh Gott. Machen wir real? Ja, ne? Real, machen wir real. Huch, schnipp. So, real. Und welches kommt auf den zweifachen Buchstabenwert? Das R, E. Hat ja alles einen einer Wert, von daher ist es Wurst. Real. So, und dann haben wir 4. 4 Euro. Wollen wir noch eine Runde? Ach komm, wir machen noch eine Runde. So, die 2 lassen wir liegen. Dann stocken wir wieder auf 6 auf. 2, 3, 4, 5, 6. So, ein O, ein S, ein E, upsie, und ein P. Okay, dann machen wir das R, O, S und E. Dann haben wir Rose hier. Genau. Noch eine Runde. Was haben wir? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Weil doppelter Wert. 2, 3, 4, 5, 6, 7, nee, 8, 2. Das hat den doppelten Buchstabenwert, so. Hilfe. Also 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das war bei 8. Dann nehmen wir 8 Euro. So. Oh, mein Gehirn ist halt irgendwie nicht so ganz, nicht so ganz auf Vordermann. So. Spar dir die Worte. Spar dir die Worte. 8 Euro. 5. 6, 7 und 8. Bing. Nachricht. So. 9.2. Plus 8. Macht
91 schon. Nicht schlecht. Könnte ich hier direkt mal gegen den 50er irgendwie tauschen. Weil ich habe den nämlich hier und zum Verspielen ist ein 50er mal ganz schön blöd. 10, 20, 30, 40, 50. Und dann packe ich da einen 50er mit rein. Das kann ich auch mal rausnehmen und zur Bank bringen, langsam. So, dann sind wir mit dem einen hier durch. Kommt auf die Seite. Das kommt zurück, die 50 Euro. So, so. Erzählt mal, wie war eure Woche? Seid ihr reif fürs Wochenende, reif für die Insel? Oder war es eine gute Woche? Eine leichte Woche? Erzählt mal so ein bisschen. Wenn ihr mögt, natürlich nur. So, und dann gehen wir in den Witchy Magic Binder rein. Beginnen hier von Budget Magic mit der White Witch versus Purple Witch. Wo sind wir? Wir sind hier. Da sind wir bei der White Witch. Wieso habe ich denn hier hinten so viele Magnete dran hängen? Die fehlen doch bestimmt wieder irgendwo da. Naja, gut. So, wir würfeln mal. So, wir würfeln mal. Wir nehmen mal einen anderen. Wir nehmen mal. Ich hätte ja gern einen schönen. Wir nehmen mal den Fliederfarbenen hier. Der passt gut. Eine 3. So. 1, 2, 3 macht 4 Euro. Und dann noch einmal eine 2. 1, 2. Dann kommen wir auf das rosafarbene Buch. Ja, Wechsel zum Purple Witch Spiel. Seht ihr, der war ja hier irgendwo, ne? Deswegen hat er an dem anderen hinten dran gepappt. Oh, jetzt fragt mich mal bitte, wo ich hier war. I have no idea. Ich habe keine Ahnung. Ich werde mal hier die Hülle dazwischen heften, dass mir das nicht direkt dann beim nächsten Mal wieder passiert. Wenn die aufeinander liegen direkt. Ja, dann wechsel zum. Dann fangen wir hier nochmal auf Start an, oder? Würde ich sagen. Ja, komm. Dann würfeln wir hier einmal eine 6. 1, 2, 3, 4, 6. Wieder 4 Euro. Dann sind wir bei 8 Euro. 5, 6, 7, 8. Und ich denke, dabei werden wir es belassen. Ich weiß auch gar nicht, wie spielt ihr es? Wenn ihr das habt, geht ihr dann mit dem Spielstein rüber? Aber dann müsste man ja immer wieder auf Start anfangen. Das ist ja irgendwie auch blöd. Aber wie merke ich mir... Ach, nee. Ja, doch, klar, macht Sinn. Ich habe gerade überlegt, wie ich mir merke, ob ich... Also beim nächsten Mal weiß, ob ich bei Purple Witch oder White Witch war. Aber da wir ja die zwei Seiten vom Tracker haben, kann ich das ja dann hier nachvollziehen. Ach, Holzauge, sehr wachsam. 9.2.24. So, was hat man gesagt? 8 Euro waren es, ne? Ja, 8 Euro. 8 Euro. So, jetzt, genau, wir machen es einfach mal. Ja, weil ich mag mal eine Gesamtsumme haben, ne? Dann rechne ich einfach hier weiter. 12, dann macht es 20. Und dann weiß ich ja beim nächsten Mal, wo ich gucke, wann das letzte Datum war, dann weiß ich auch, bei welchem Spiel ich weiterspielen muss. Ja. Macht Sinn. So, 20 Euro haben wir hier drin, ja? Ja. Tauschen wir das Kleingeld wieder direkt aus. 3, 5 und den 5er. Und packen. Ach, den 10er nehmen wir auch noch raus. Und packen den 20er rein. So. Ach nee, Tracker muss auch noch mit reinwandern. So. Dann haben wir das durch. Und dann kommen wir zur Lavendel Witch Challenge von Kaffee und Quatsch.
Und da werden wir... Lasst uns würfeln. Wir sind gerade so schön am Würfeln. Eine 4. Sehr schön. Plus 4 macht 14. So, 4 Euro. Dann sind wir dabei 14. Und weiter geht's von Black Roses Design von der lieben Tina mit dem Magic Mirror. Da rubbeln wir, und zwar rubbeln wir dort, oder? Ja. Ja. So, 8 Euro. Insgesamt ganz schön hohe Beträge heute, ne? Wo sind die 1 Euro, die 2 Euro, die 3 Euro? So, 5, 6, 7, 8. Jetzt sind wir dabei 15 Euro. Und... werde ich auch gleich wieder austauschen. 15 Euro nehme ich das hier raus und packe 10, 15 rein. So. Warum habe ich eben den 5er rausgenommen? Okay, egal. So, White House. Da muss ich immer an White House Down denken, ne? An den Film. Den Filmtitel. So, wir würfeln. Au, oh, eine 6. Naja. Es wird nicht besser. Sind wir dabei 8 Euro. Bei dem hübschen White House, ebenfalls von der lieben Tina. So. Und dann kommen da 5 Euro rein und 6 Euro. So, weiter geht's mit White Deer. Ebenfalls von Tina. So, da rubbeln wir auch einmal. Und zwar rubbeln wir hier unten, weil ich weiß, da ist bestimmt ein niedriger Betrag drunter. Ich fühle es. Naja, doch, komm, das geht. 4 Euro. Nein, das oder plus 4 macht 10. Sehr schön. 10 ist eine gute Zahl. Kann man den 5er rausnehmen und den 1er. Und packen einen 10er rein. So. Witch Love. Weiter geht's mit Witch Love. So, und wir haben gerade eine 2 gewürfelt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Und ich habe hier die 2 abgestrichen. Und dann würde ich sagen, einmal geht noch. Nochmal eine 2. Okay. Dann haben wir 4. Nehmen wir die. Ja, passt. Das passt. 4 Euro rein in die Pocket. Und bei 9 Euro. So, 4. Hokus Pokus. Hokus Pokus. So, da schauen wir mal. Da schauen wir mal. Eine 3. Wo sind wir? 1, 2, 3. Rosmarin. Rosmarin für Schutz und zur Reinigung der Energien. Mutter Natur ist großzügig. Hierfür musst du nichts bezahlen. Sehr schön, das mögen wir.
Dann können wir einmal gratis den Rosmarin hier abstreichen. Und weil Mutter Natur so großzügig ist und wir nichts bezahlen mussten, würfeln wir gleich nochmal eine 5. 1, 2, 3, 4, 5 kommen wir auf den Mond. Und der Mond ist eine Basiszutat, die wir für jeden Zaubertrank benötigen. Und wir sparen 3 Euro für den Mond. 3 Euro. Und kreuzen den Mond direkt hier mit ab. Und dann würde ich sagen, einmal geht noch. Eine 1. Dann kommen wir auf den süßen Frosch. Und der Frosch, dir begegnet ein kleiner süßer Frosch. Er kann dir sicher auch bei einem Zauber behilflich sein. Du nimmst ihn mit. Er kostet dich nichts. Okay, gut, dann offensichtlich will das Spiel heute nicht mehr Geld von mir als 3 Euro haben. Zweimal nix, einmal 3 Euro. Dann soll das so sein. Achso, den Frosch kann ich ja... Ah, ich kann den Frosch ja trotzdem abstreichen. Hallo. Da ist er. So. Ui, ich hab... Oh. Entschuldigung. Ich habe alle voll hier bei dem Elixier und darf da rubbeln. So, und da befindet sich ja der QR-Code dahinter. Und falls ihr das Spiel von mir habt, dann braucht ihr jetzt nicht hinschauen, wenn ihr euch nicht spoilern wollt, welche Summe, welcher Betrag dahinter ist. Falls ihr das Spiel nicht habt, dann könnt ihr jetzt natürlich dabei bleiben. Und ich muss erstmal mein Handy ranholen. So, ich werde jetzt die Summe auch nicht nennen, sondern werde das nur machen, also wenn ihr dann... So, und da seht ihr es schon, oder auch nicht, weiß ich, ob ihr es seht. Da steht dann, was sich dahinter verbirgt. Und demzufolge sparen wir... Piep! So, ich trage das noch schnell hier auf meinen Tracker mit ein. Und dann könnt ihr wieder danach die Augen öffnen. So, 9.2. plus die 3 plus das. So, und dann haben wir hier... Schön. So, dann packen wir das noch schnell hier rein. 2 raus. Hier rein. So, dann könnt ihr wieder schauen. So, Witch of Love. Hoppala. Hilfe, ich habe mich verklemmt. Ich habe das Turnier der Magier mit eingeklemmt. So. Witch of Love. Spielen wir auch zum ersten Mal. Und zwar werden wir da... Ach komm, lass uns ihn losziehen. Lass uns mal losziehen. Wir haben jetzt schon so viel gerubbelt. Da können wir ruhig mal losziehen. Einmal. Zweimal. 109, also 10 Euro. Jo. Zack. Okay. Supi, von Kaffee und Quatsch, die Witch Love. Und dann die Zauberer, oder nee, Zauberakademie, nicht Zaubererakademie. So, Turnier der Magier. So, da brauche ich jetzt erstmal noch einen Magnet. Einen Magnet. So, und da würfeln wir ja erst quasi, mit wem wir spielen. Eine 6, also mit ihm da oben. Wie heißt er? Gregor, mit Gregor. Okay, und dann würfeln wir nochmal. Eine 4. 1, 2, 3, 4. So, und dann malen wir quasi dieses Feld grün an für Gregor. Genau. Und male ich dann jetzt quasi nur die eine. Ja, ich male nur die eine Seite. Upsi, von dem Feld grün an oder das Ganze? Ich weiß es nicht.
Weil wenn ich da jetzt noch mit jemand anders drauf komme, ich glaube, das kannst du so und so spielen, ne? Ich würde jetzt einfach mal sagen, kommt drauf an, wie lange ich spielen möchte. Ich denke mal, ich mal das ganze Feld grün an. Das gehört dann dem Gregor. Also da hat der Gregor quasi die Nase vorn. So, und spare dann 5 Euro. Schwupp. Sehr cool. Auch schon wieder durch diese beiden Beine durch und ja, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Lasst gerne ein kleines Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Das würde mich sehr freuen. Lasst einen kleinen Kommentar da, sagt mal, wie es euch geht und was ihr so Schönes macht oder gemacht habt an diesem Sonntag oder noch vorhabt an diesem Sonntag. Genau, und ansonsten, meine Deko fällt schon wieder. Die Deko sagt nein. Computer sagt nein. Ja, ansonsten hoffe ich, hat euch... ich bin dumm hier heute. Ansonsten hoffe ich, es hat euch ein bisschen gefallen. Ihr hattet Spaß. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Ganz, ganz lieben Dank fürs Zuschauen, fürs Hiersein. Und ich wünsche euch einen traumhaft schönen Sonntag. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dahin, passt auf euch auf. Macht's gut.